So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Metroid 4, Metroid Prime 4 irgendwie so. Wurde angekündigt. Da war es erst so, ja, erstmal ganz dunkel, glaube ich, und dann. Nee, zuerst war die 4 da und erstmal so habe ich mich gefragt, was hat jetzt die 4 da zu bedeuten? Und dann Metroid. Ja. Interessiert mich wie gesagt eher weniger. Aber wen es interessiert, der hat sich auf jeden Fall gefreut. Das ist ja, denke ich mal, klar. Weit entfernt. Der hat sich auf jeden Fall gefreut. Wurde halt auch noch nichts zu gezeigt. Ist nur sehr, sehr früh in der Entwicklungsphase. Ja, was haben wir jetzt abgehakt? Wir haben Yoshi abgehakt, Kirby, Pokémon, Metroid und ja, das war's. Ja, diese halt wurde ja noch was zu gezeigt zu Arms und dann ja dieser Titel ja wie Rocket League hatte ich ja schon ein bisschen drüber geredet. Was waren da jetzt noch? Bin kurz am über. Ja, später in der Nintendo Treehouse wurde dann Mario Superstar Saga and and the Bowser Minions oder irgendwie so heißt der Titel. Auf jeden Fall ein Remake zu Super Mario Luigi Superstar Saga für den 3DS. Das wurde ja schon vorher geleakt. Aber das bekam jetzt auch nochmal eine richtige Ankündigung. Ja, dieses Bowser Minions oder wie das da jetzt auch immer hinten heißt, das ist nur so eine, ja, Zusatz. Man hat da jetzt nichts an der Story geändert. Ja, die Mario Luigi Teile auch sehr, sehr cool. Hab bisher nur Mario Luigi 2 Partners in Time gespielt, aber dafür richtig, richtig ausführlich und immer wieder mein Nintendo DS. Einfach genial, dieses Spiel. Superstar Saga hatte ich mal ein Let's Play von gesehen, ist aber auch schon sehr, sehr ewig her. Und hier dieser dritte Teil, Abenteuer Bowser, davon habe ich bisher noch nichts gesehen und auch noch nie gespielt. Dann kam ja auch nochmal, stimmt, da kam ja für ein 3DS auch nochmal zwei Teile raus. Dream Team Bros und Paper Jam. Richtig, richtig. Ja, auf jeden Fall kommt da jetzt ein Remake für ein 3DS, okay. Ist ganz in Ordnung, dass auch nochmal ein paar Spiele für den 3DS rauskommen, na klar. Vielleicht wäre es für die Switch auch nicht schlecht gewesen. Ach, hier sind wir. Gut, dann kann ich eine Abkürzung nehmen. Ah. Ich war es doch eine dumme Idee, das war eine dumme Idee, das war eine dumme Idee, das war eine dumme Idee. Erstmal ein bisschen eine Abkürzung nehmen. ich könnte ja mal die Shader mal wieder anmachen. Der nicht mehr im Wasser. Okay. Ich bin jetzt nach Hause gerannt, weil wir, denke ich mal, oder ich hoffe mal genug haben. Sehr wahrscheinlich nicht, aber man weiß nie. Hier ausschalten. Ja, dieses Remake zu Mario und Luigi Superstar Saga wäre mal eine Gelegenheit, das selbst zu spielen. Aber weiß nicht, ob ich mir das kaufen werde. Denke nicht. Hab nicht die Zeit dafür, privat zu zocken. Hab ja inzwischen auch Mario Kart 8 endlich mal gespielt. Mario Kart 8 Deluxe meinte ich. Kann ich das auf den Grill packen? Also sehr wahrscheinlich. Ah. Ich weiß es. Ja, das ist von der Mo Creatures Mod. Nee. Ja. Ein Spiel, was ich erwartet hätte auf der E3, wurde dann doch nicht angekündigt. Das war ein Port von Smash Bros. Auf die Switch hätte ich wirklich ehrlich gesagt erwartet, haben auch viele erwartet, kam aber nicht. Vielleicht kommt es in der Nintendo Direct, kann ja sein.
Ich brauche noch weitere Wolle. Gut. Ja. Bin kurz am Überlegen. Wollte dann doch irgendwie was Großes angekündigt oder was gezeigt. Außer halt das große Highlight, meiner Meinung nach. Ja, es wurden noch DLCs zu Zelda Breath of the Wild gezeigt. Das war ja auch eine Vermutung von mir, dass da DLCs kommen. Aber so wie ich gehört habe, waren die schon vorher angekündigt, dass da DLCs kommt. Habe ich halt nur nicht so mitbekommen. Wahrscheinlich auch zu der Zeit, wo ich meine E3-Erwartungen darüber erzählt habe. Wurde schon angekündigt. Aber ja. Hatte ich ja gesagt, wenn Nintendo da keine DLCs rausbringt, wäre es eigentlich sehr, sehr dumm. Die bringen halt jetzt die DLCs raus und so ist es doch dann super. Wurde auch nochmal was zu Splatoon mit Splatoon 2 gezeigt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Naja. Kommen wir mal zum großen Highlight, meiner Meinung nach. Mario Odyssey. Oh ja, Mario Odyssey. Wer den Trailer nicht gesehen hat, der muss ihn nochmal reinziehen. Dieser Trailer ist so genial. Habe ich hier eine Werbung? Kann ich eine Werbung? Bitte sag ja. Sag ja. Wahrscheinlich in der Küche. Der Trailer war so genial. Ich bin kurz am Überlegen, ob ich den nochmal euch zeigen sollte hier im schnellen Minecraft-Video. Habe ich hier. Chrome habe ich hier nicht als Szene hier hinzugefügt. Ah ne, dann lasse ich es. Wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn auf jeden Fall an. Das ist ein Muss. Denn, ja, Mario Odyssey. Ich bin da so sehr gehypt drauf, hä? Ach, hier. Ich sage irgendwie in dieser Aufnahmesession, glaube ich, sehr, sehr häufig. Kann das sein? Hier habe ich noch so viel erfordertes Fleisch drin für Leder. Ach, das ist ja cool. Gut zu wissen. Ja, Super Mario Odyssey fängt damit an, dass... Oh, ich brauche noch viel mehr Tintenbeutel, glaube ich. Ja, es wurde zuerst ein Dinosaurier gezeigt. Erstmal habe ich mich so gefragt, Dinosaurier? Jurassic Park? Von irgendwie, was... Jurassic Park und Nintendo? Ja, vielleicht für die Switch ein Jurassic Park, wer weiß. Und ein Jurassic Park Teil oder so. Die Lego, wie hieß es? Lego Jurassic World oder irgendwie so hieß es, keine Ahnung. Dass da irgendwie sowas angekündigt wurde. Hat dann plötzlich auf den Dinosaurier die Mario Mütze. Und dann war klar, Super Mario Odyssey. Mir war erst gar nicht bewusst, dass der Dino wirklich irgendwie im Spiel dann so richtig vorhanden ist, denn ja, hat man dann später gesehen. Ich würde gerne den, wisst ihr was? Ich werde den Trailer mal hier nebenbei mal ablaufen lassen. Ich suche den mal ganz schnell. E3 Super Mario. Mario Odyssey. Hier mal, ja, von Nintendo. Und hier mal hinzufügen. Eine Fensteraufnahme, genau. Schreibe ich hier mal Chrome rein. Ja, das ist das Richtige. Ne, da kommt jetzt kein Bild. Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht. Aber wir machen es anders, wir machen es anders, wir machen es anders. Lade ich mir das Video mal ganz schnell runter. Ja, ich bin ganz böse und lade es mir jetzt mal runter. Geht ganz schnell. 23 Sekunden. Dann kann ich das darüber dann euch abspielen lassen. Ja, Oma.
10 Sekunden noch. 10 Sekunden noch. Okay, jetzt Attack gewonnen. Wunderbar, keine Monster mehr. Alles doch super. Alles super, alles super, alles schön. Wir haben jetzt hier so eine Shore-Buffer, die brauchen wir ja. Aber das wird noch lange nicht reichen. Oh man. Wird wirklich lange nicht reichen. Okay, das Video ist fertig. Kann ich mal gleich hier mal aufrufen. Ja, ihr seht noch nichts. Da. Ja, wie gesagt, hier am Anfang erstmal Wiese. Und dann der Dinosaurier. Ich frage mich, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Dinosaurier. Dreht er sich. Plötzlich ist da die Mario-Mütze. Und Mario kommt raus. Und dann schöne Musik. Die gefällt mir wirklich sehr. Oh, ich hoffe mal, ihr kriegt da keine Probleme. Und dann sieht man jetzt hier schon ein bisschen was von der Welt. Das ist... Hier, diesen Ausschnitt hat man ja schon mal gesehen, glaube ich. Und hier, dieses Bild. Ist das nicht gigantisch? Hier mit diesen Dinosaurier da oben. Stegosaurus. Knochen nur. Ist das nicht genial? Ist das nicht genial? So? Ist das nicht genial? Und hier, Bowser im Hochzeitsoutfit ist... Da kommt erstmal der Hype so richtig erstmal auf vom Spiel. Dann die neuen Moves mit der Mütze, verschiedene Outfits. Was man alles mit der Mütze machen kann. Das da finde ich sehr, sehr genial, dass man hier als Super Mario Bros. Hier an dieser Wand langlaufen kann. Man kann mit der Mütze Münzen holen. Und dann, das ist neu. Ja, die Lautstärke, bin gerade gegen das Mausrad gekommen. Das ist jetzt hier sehr, sehr neu, was bisher noch nicht da gewesen ist, dass man in andere Gegner rein kann, in den Gumba, in den Cooper, in Kugelblitz und dann herumfliegen kann. Richtig genial. Nicht nur das, man kann in Raketen rein, in Feuerkugeln, in diese komischen Dinger. Und es wird noch krasser. Ja, Shipsheets ist auch sehr, sehr schön. Bowser. Peach. Die Blumen finde ich auch sehr, 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 sehr schön. Bam. Ja, sehr interessant. Es gibt anscheinend keine Sterne mehr, sondern Monde. Die verschiedenen Outfits. Man kann sich auch als Auto verwandeln oder in Autos reingehen. Interessanter Stein. In Menschen. In Panzer. Also in eigentlich fast alles. Und dann zum Ende der Dinosaurier. Ich habe mir den Trailer so häufig angeschaut. So häufig. Und dann die Überraschung. Schon am 27.10. wurde ja angenommen, dass es erst Ende des Jahres rauskommt, aber hat das schon im Oktober. Ende Oktober. Ist das nicht genial? Kommt da jetzt noch irgendwas? Ja, Nintendo-Zeichen. Gut, ich stehe hier immer noch herum und ich muss mal hier wechseln. Ist das nicht genial? Das war der Trailer und der hat in mir auch so einen großen Hype ausgelöst. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie groß der Hype in mir ist auf Super Mario Odyssey. War ja auch dann das letzte Video von der Spotlight, also der Nintendo E3, diese 25 Minuten. Später kam ja dann der noch das Treehaus. Und halt, was da alles neu macht, neue Zeit vorher, habe ich ja eben schon erzählt. Dass man in andere Gegner rein kann. Und dachte, Scheiße, wie viel brauche ich denn noch von? Das war eben ein Stack. Ein blödes Stack. Ich mache Plünderung auf mein neues Schwert drauf. Ja, gut. Gute Idee. Musik mal wieder anmachen. Und diese Welten und das mit dem Stegosaurus, das ist so ein schöner Anblick. Richtig genial.
Ich habe mich in dieses Spiel verliebt. Sorry. Ja, wir haben, also für euch ist jetzt Anfang Juli, für mich ist es jetzt Mitte Juni. Ja, schon fast Ende Juni. Also 4 Monate? Na, das ist draußen! Oh mein Gott! 4 Monate nur noch. Und wenn ich bis dahin meine Ketchup-Card habe, werde ich auch das Spiel Let's Playen, was ich sehr wahrscheinlich haben werde, hoffentlich. Denn das ist halt auch ein 3D-Mario. Ich bin ja ein großer Fan von 3D-Marios. Ein riesiger Fan. Und dann, ich habe so viele Jahre auf ein neues 3D-Mario gehofft. Immer 10E3s, immer gehofft, bitte ein neues 3D-Mario, bitte ein neues 3D-Mario. Immer noch zu Wii U-Zeiten. Dann kam kein neues 3D-Mario. Aber endlich Super Mario Odyssey. So sehr gehypt. Okay. Oh, ein Delfin. Ich hoffe mal, ihr seid auch so gehypt wie ich. Das hat das Spiel verdient.